Moin Leute, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Sacred 2 Gold Version mit dem Enhanced Edition Mod, genau. Der hieß ja Enhanced Spells zuerst und danach haben sie natürlich auch nochmals viel am Spiel verbessert. Und außer diese kleine Mini-Ruckler, ihr habt es vielleicht auch wieder gleich gesehen, es tut mir leid, das ist einfach die Engine. Ich denke vielleicht auch die Cores, die CPU-Cores oder so. Ich habe es jetzt mal auf 5 runtergestellt, weil 4, das hat im letzten Part zu sehr geruckelt. Also 4 ging nicht. Jetzt scheint es viel besser zu sein. Und ja, sonst mache ich 6 Cores, aber 8 ruckelt halt auch sehr viel. Also ich weiß es nicht genau, da muss jemand mir das irgendwie erklären können und euch, wie das genau funktioniert. Aber meistens spielen, wenn sie ruckeln und ihr habt einen guten PC, dann liegt es an den Cores oder an der Kompatibilität zu den Betriebssystemen. Also ja, wenn sie zum Beispiel für Windows XP oder Vista gemacht wurden und ja, du spielst sie dann mit Windows 10, dann kann es schon sein, dass es ruckelt und so weiter. Oh, schön. Cool. Nee, das ist natürlich die Macht der Kamera, durch die Blöcke zu sehen. Also die Skelette sind wunderbar stark geworden. Wir haben 3 eingelesen. Das ist da. 5 sogar schon. Wow. Aber da die auch wieder mitleveln von unserem Charakterlevel, also die haben jetzt eine Stufe, die auch erhöht wird, nur vom Levelaufstieg von uns. Nochmals, glaube ich. Auf jeden Fall bleiben sie nicht auf Stufe 13 auf diesem Level. Das wäre ein bisschen schade, dann auf Level 200. Und ja, mir geht es einfach viel besser jetzt momentan wieder. Ich war gestern einfach ein bisschen zu wach für den Part. Also ja, ich hatte sehr, sehr wenig geschlafen. Das habe ich wahrscheinlich im letzten Part gesagt auch. Und heute habe ich extrem viel Sport gemacht, musste aber um 1:30 einfach wieder reinkommen, weil es angefangen hat zu Platzregen da. Regen hat sowas von geprescht auf den Fußballplatz. Ich musste rein. Also ich wurde nicht nass. Ich kam zuvor rein, aber ich sah es dann, wie man nass wurde. Wo nass werden könnte, sozusagen. Ja, das ist... Schalliges Miasma macht einfach Schaden. Ich weiß nicht, ob es dort ist. Ja. So. Leider habe ich gerade sehr leise. Ich muss mir ein bisschen lauter machen für das Spiel. Ja, sonst ist die Aufnahme zu laut. Ich hoffe, bei euch ist es nicht zu laut oder zu leise. Sehe es nicht. Ich sehe es nicht bei OBS. Okay. Ich schaue mir das im Part an und dann tue ich es natürlich umgehend verändern im nächsten Part dann. Aber ja, ich hab's leider ein bisschen zu leise. Ich höre eigentlich nur die Musik. Weiß es nicht, wie ich das sonst machen soll, weil ich höre einfach alles anders. Zu laut, vor allem mit meinen empfindlichen Ohren, die extrem kräftig sind. Also ich höre einfach viel zu gut. So, ja, der Magier ist tot und jetzt ist wieder Sicherheit hier. Das war leicht. Hat es nicht müssen geben, diese Goldmünzen, die du mühsam zurechtgeding hast. Ah, ich vergesse es immer, nach einer Quest wird gespeichert. Ich speichere immer wegen dem Questabschluss. Ja, die Eingewöhnung ist natürlich wieder ein bisschen größer, also... Man hat immer so das Gefühl, man kennt das Spiel wieder nach 2-3 Monaten immer noch recht gut. Aber es ist meistens nicht so, weil man einfach zu ähnliche Spiele spielen tut, die ganz anders funktionieren. Steuerungstechnisch und so speicherständig. Also wie meistens Online-Spiele bin halt dann immer wieder ein bisschen wegen dem schlechten Internet am Einloggen und so. Aber ja, in einer Aufnahme kann das natürlich nicht sein. Das sollte nicht sein. Komm jetzt, Skelette, greift an. Seid aggressiv. Guten Morgen.
Was ist denn da ich los? Heute keine Lust zum Kämpfen. Ist auch böse. Einfach auch böse. Wenn man böse angreift, ohne dass sie etwas machen, ist doch auch böse. Ich fühle mich so böse. Dabei bin ich wirklich ganz ein netter Mensch. Ich hoffe es jedenfalls. Ja, Kräuterhorn. Das ist jetzt auch nicht gerade sowas. Manche Quests sind gut erzählt, manche nicht, aber diese Quest ist, ja, es ist die einfachste Quest, die es gibt. Kurz was holen. Ne, die Fisches-Quest, die hier hinführt, die gehen wir mal holen. Die machen wir auch gerade kurz, damit wir einfach leveln. Hier ist leider kein Versteck. Hier auf diesem Feld mit den Kühen ist manchmal ein Versteck. Das ist eines der ersten Verstecke, die ich je gefunden habe. Und deshalb ist es richtig. An vorderster Stelle der Verstecke. Bin gerade im Minecraft-Projekt am Verstecken gewesen. Und ich hoffe, ich habe es nicht zu schwer gemacht, aber es ist natürlich nötig, dass Verstecke auch Verstecke sind. In Secret 2 sind manche Verstecke viel zu leicht. So, hier haben wir die Kobolde, die diese Kräuter haben, eingesammelt haben. Das ist noch der Goblin von der einen Quest mit den Kindern und Mägden. Ja, wir sollen vielleicht nicht in den Nahkampf gehen, weil, ja, sonst müssen wir ja wieder Lebensenergie regenerieren. Das ist wegen den Schadenszahlen je Angriff von den Gegnern natürlich nicht so dolle. So, hier gibt es irgendwo einen Mitarbeiter von Ascaron, das sind die Entwickler gewesen, genau hier oben ist jetzt dieses blaue Zeichen. Und die, ja, müsst ihr nicht unbedingt ansprechen, die sind für später für eine Mega-Quest nützlich. Sie sind einfach blau wie die Charakter-Quest, haben aber gar keinen Einfluss, also die Charakter-Quests gehen meistens erst los und sind dann irgendwo, wo man natürlich sieht, auch auf der großen Map. Und nicht so, dass sie einfach bleiben. Also, ihr habt den Namen, wenn ihr drauf geht, sogar, wo ihr hier nicht habt. Also, diese Leute, also für die Orientierung auf diese Leute nicht ansprechen, damit das Blaue bleibt. Das ist einfach so mein Rat, weil, wenn ihr dann die Quest habt und ihr wisst nicht mehr, wo die sind, also ihr werdet es auch nicht wissen, aber wenn ihr die schon längere Zeit habt, dann wisst ihr wieder, wo die sind. Das ist das Einfache, wenn ihr die eben nicht ansprecht. So, wir müssen einem Angler die Würmer geben fürs Ding angeln. Ja, das müssen wir dann noch machen. Okay, gehen wir noch hier oben wieder zurück zum Klein, wie heißt das? Man sieht es leider nicht. Hallo? Das hat einen bestimmten Namen, aber er ist jetzt gerade verdeckt, oder? Es ist nur zu klick zum Teleportieren auf dem Seenstein. Der sollte eigentlich stehen, was von welchem Gebiet der ist oder so. Das nützt natürlich nicht, da sieht man ja sofort, dass es ein Seenstein ist. Sollte ja auch nicht so viel Tutorial sein in einem Spiel. Also, in Secret 2 nervt es nicht. Das ist eigentlich das Tutorial recht gut. Aber zum Beispiel bei Last Epoch, wenn du immer wieder einen Charakter beginnst, weil du irgendwie etwas ausprobieren möchtest. Also, ich habe jetzt in letzter Zeit so viel ausprobiert wegen dem neuen Add-on, also DLC, einfach Content-Erweiterung und ja, viele Zauber und Proc-Effekte, Proc-Zauber sind einfach Fähigkeiten viel zu schwach. Also unglaublich. Ich wollte angreifen mit so kleinen Lavadolchen, die eine Proc-Fähigkeit von von diesem Feuerangriff Sinterstrike, genau, von der Assassine, also von der Rogue. Was heißt das auf Deutsch?
irgendwie böse Diebin oder so. Mörderin wahrscheinlich, genau. Und das hat natürlich da ja schon cool ausgesehen, so eine Streuung von mehreren Dolchen, aber die haben null Schaden gemacht. Das muss alles noch voll balanciert werden. Das ist zum Glück in diesem Spiel viel besser. Das Balancing, kann ich eigentlich sagen, ist so umfangreich, also so gut, dass es so viele Fähigkeiten gibt, die sehr viel Sinn machen. Schade, dass der Inquisitor ein bisschen zu schwach ist mit den Zaubern, mit den Nahkampfangriffen und so ist es auch gut, aber es ist überhaupt nicht meine Art, die ganze Zeit einzelne Gegner immer wieder anzuklicken. So mit Hinrichtung und so, das ist überhaupt nicht mein Spielstil. Ich möchte so wenig wie möglich die Maus benutzen müssen oder die Buttons benutzen müssen. Weil für mich sind solche Spiele zum Entspannen, zum Ablenken. Genügend Action zum Ablenken, aber entspannt. Aber wenn man so mega hastig auf die Tastaturen drücken muss, wie zum Beispiel beim Minecraft natürlich, beim Bauen und so weiter, so mega viel drücken muss, dann bin ich nicht mehr so glücklich und zufrieden. Und genau das hält mich auch davon ab, ein bisschen Last Epoch zu spielen, sonst hätte ich es gerne aufgenommen oder gelivestreamt, dann mit gutem Internet. Das wird bald soweit sein. Also jetzt habe ich noch ein Gespräch mit meinem Finanzregler. Das ist so ein Problem, wenn man so schwer krank ist, dann muss man alles ein bisschen von anderen übernehmen lassen. Beistand und alles Mögliche. Als Bankier. Aber ja, dann habe ich auch wieder das Geld zur Verfügung, das ich ja so sparen wollte. Weil jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass ich Geld ausgebe und dann wird alles besser. Es haben auch ein paar Leute wieder mich abonniert, weil sie gemerkt haben, ja, ich mache wieder Videos, aber die sind schlecht. Ja, ist ja, es kann halt nicht jeder sofort auf 100% sein mit seinem Können und alles Mögliche. Das verstehen viele YouTube-Zuschauer nicht. Das ist echt schade. Weil ich bin jetzt zum Beispiel einer, der schaut extra schlechte Videos und macht sie besser. Also, ich schreibe viele Kommentare. Viel Feedback gebe ich und es haben schon sehr viele profitiert. Ich gebe auch mega viel Motivation, dass sie weitermachen und so weiter. Und das ist ja bei mir auch nicht so zu sehen gewesen, aber ich war ja auch immer wieder krank und zu schwach. Aber andere, ja, ich sehe es nicht, ob die schwach sind oder genug stark oder durchsetzungsvermögend, dass es wirklich geht. Sie weitermachen und auch wachsen und alles Mögliche. Aber eben, ich merke auch immer wieder, wie alle extrem viele Aufrufe verlieren und dann plötzlich aufhören oder nur noch mit 7 bis 10 aber, ja, Zuschauern leben. Auch ganz große. Ich sage jetzt niemanden, aber es gibt YouTuber, die ganz gut waren, die jetzt wirklich viel zu wenige Zuschauer haben. Die machen trotzdem weiter, klar. Die werden nie mehr gut. Also die gewinnen nie mehr an Abonnenten mehr dazu und so. Und da gibt es natürlich die ganz Mächtigen, die extrem viel dazu bekommen. Das ist einfach, ja, also sehr. Ja, ich kann es gerade nicht sagen, aber einfach unfair. Das ist eigentlich das, was es ist. Es ist alles eigentlich unfair mit diesem Social Media und so. Da kann man nichts machen. Einfach weitermachen und am besten nicht so sein wie die Mehrheit, sondern anders. Ihr habt selber eure Vorzüge, ihr müsst nicht immer die besten Videos sehen und alles Mögliche. Außer ihr seid mega depressiv. Ich habe irgendwie das Gefühl, 90% sind irgendwie depressiv oder so. Dabei sollte ich eigentlich laut Psychiater oder so depressiv sein. Ja, sieht man ja, ich habe so viel Spaß an allem. Hauptsache, ich kann etwas machen. Und neben dem Sport, das war ja einfach viel zu intensiv im Sommer, so viel Sport zu machen und dann eigentlich, Das ja, machst du so wieder nicht zu schwach zu nochmal! sein wegen Krankheiten, weil es nicht gut eingestellt ist, Blutzucker mit Hormonbehandlung, also, ja.
dass die Hormone einfach zu wenig sind im Körper. Nicht nur das mit dem Sexuellen, das habe ich genug, immer genug. Viele wissen gar nicht, dass es mehrere Hormone gibt. So, ja, der Räuberhauptmann sagt natürlich etwas, was ihn ein bisschen nach oben zieht, aber man sieht, hat sofort verloren. Das ist so traurig. Diese armen Bösewichte in diesen Filmen, in diesen Heldenfilmen. Oder, deshalb ist die Kiste nicht aufgegangen, genau. Oder neben den Spielen. Die Bösen kommen immer zu wenig. Ich möchte einen wirklichen coolen Bösewicht haben, der wirklich nicht zu wenig kommt. Wenn man jetzt so sieht, Thanos von Marvel, zwei Filme, da kam viel zu wenig. Der ist schon wieder tot und ja, einfach pulverisiert, oder wie sagt man denn, in Pulver aufgelöst. Ist so schade, und dabei ist es nicht mehr der richtige Thanos gewesen. Von einer anderen Dimension. Der andere wurde geköpft, glaube ich, oder so, ich spoilere wieder mal. Aber ja, wenn ich einen Film oder ein Spiel machen würde, dann würde ich den wirklich mehrmals auf den Spieler loslassen und einfach diese Macht, diese beeindruckende Gewalt und alles Mögliche einfach zeigen. Weil Mission eigentlich ist es abgeschlossen. schon sozusagen, oh, ein Unique schon, und das ist, glaube ich, ein Amulett oder ein Ring. Ich glaube, ein Ring. So, jetzt müssen wir die Räuberbande. Oh, dann haben wir jetzt heute Heute ist Gutes dein gemacht. Also, Glückstag. wenn die Quest jetzt weitergeführt wird, genau. Dann gehen wir im nächsten Part oder vielleicht heute noch dorthin. Und ja, dann haben wir natürlich zwei super Parts mit einer tollen Storyline, So ein Tag, die leider so auch ein ein bisschen Tag. zu schnell wieder aufhört. Aber es geht noch ein paar Parts weiter. Also ja, vielleicht ein Part, aber ich weiß es leider nicht, weil ja die Gegner auch unterschiedlich stark sind noch. Und immer unterschiedlich stark sind. So, ja, wir haben da ein Schwert und so. Diese Ausrüstung, glaube ich, aus der Kiste zurückgebracht. Ich würde gerne vorlesen und so, aber ich bin Mission leider nicht so gut im abgeschlossen. Vorlesen. Bin ein bisschen einfach eingeschränkt, weil ich Schweizer bin. Und einfach nicht mehr so Zeit lange genießt. so viel gemacht habe mit Reden. Aber einfach immer wieder stoppen und lesen, wenn es wirklich euch interessiert, oder selber spielen und dann alles schön in Ruhe vorlesen, wenn ihr es wollt. Ist natürlich das Beste. So, das Gesellenstück ist eigentlich zum Schmieden da, also zum Lernen einfach mal einfach ein bisschen zu schmieden. So eine Vorlage. Und das brauchen wir nicht. Ist doch ein Amulett, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist Giftresistenz, das brauchen wir jetzt momentan noch Vielen nicht. Dank. Zombies machen Gift. Schaden. Und Spinnen. Das brauchen wir, glaube ich, jetzt noch nicht so. So, ja, wir möchten noch kurz verzaubern. Und ja. Seid Wir gegrüßt. müssen halt im nächsten Part auch wieder hier starten, aber das ist so die zentrale Lage, das ist natürlich schon klar. Gut, dass wir hier bleiben. Weil einfach das Spiel sofort losgeht, es wird nicht gestoppt und wenn ich dann mitten im Kampf bin und noch auf die Aufnahmetaste drücken muss und schauen muss, ob die Aufnahme funktioniert und so, weil ich keinen zweiten Bildschirm habe, ist nicht so gut. Also, ja, wir haben ja gesagt, wir machen hier viel mehr. Man sieht es halt einfach nicht, oder? Wenn man jetzt hier drauf geht. Nein, sieht man es nicht. Wir machen einfach die Runen. Vielen Dank. Schauen jetzt mal. 97 ist es wieder runter. Wahrscheinlich wegen dem Level, weil wir ja keine Abklingzeiten, Fähigkeiten gekillt haben. Und jetzt haben wir 113. Also jetzt reicht es wieder. Die Gegner sind immer so 15, Level 15, die sind wahrscheinlich Level 11 jetzt. Und dadurch können die Skelette eigentlich relativ schnell die Gegner töten.
So, da gibt es noch auch einen Kniff mit dieser Quest. Die machen wir also noch nicht. Die machen wir, sobald wir hier oben sind. Also ungefähr, sagen wir mal, ja, zum Beispiel hier. Und es gibt noch eine Quest mit einem Begleiter, aber die machen wir alle dann, wenn sie einfach fertig gemacht werden kann, an einem Stück, damit die Begleiter auch nicht, ja, die ganze Zeit im Weg sind, den Weg versperren oder sonst irgendwas. Das ist nicht so gut. Und es gibt auch manche Quests, wo die Begleiter sofort sterben und so, die müssen wir direkt machen. Sobald wir dort sind, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Also, ich weiß es schon, aber ich zeige es euch natürlich nicht wegen dem Spoiler. Und die machen wir einfach sofort direkt. Ah, hier ist der Kopf der Bande, okay. Die ist natürlich auch sehr wichtig. Dann können wir hier nochmals leveln, aber das machen wir jetzt nicht unbedingt schon im nächsten Part. Also, wir können es dann machen, wenn wir wirklich auch ein bisschen durchlaufen können, weil die Gegner eigentlich noch viel mitleveln. Also bis Level 30, bis 50 werden sie schon noch leveln, mitleveln. Gut. Ja, ist ziemlich gut gelaufen. Das ist mal ein bisschen kürzer Part, aber ja, es war nicht zu lang, weil ich noch ein bisschen erklären wollte. Können wir hier nochmals zum Schrein hochgehen, weil der Part ist schon noch ein bisschen zu kurz. Hier sind nämlich die Götter. Florence ist die Hochelfengöttin. Lumen ist die Seraphim-Göttin. Kybele ist die Druidin-Göttin. Die Schatzsuche haben wir schon genommen. Okay. Dann haben wir hier Testa, das ist der Tempelwächter. Ker ist der Inquisitor, also der Gott von Inquisitor. Göttin, Ker. Ich wollte wirklich Gott sagen, weil ich dachte, Ker ist ein Name, ein männlicher Name. Also es ist eine Göttin und das sieht man ja auch, oder? Die hat vier Hände, Arme, sechs. Boah. Für was hat sie alles benutzt? Fürs. Wie sagt man dem? Alchemie halt und so. Voodoo-Kunst. Gezaubert wahrscheinlich. Und das ist unser Gott. Also der glaubt an unseren Gott. Wir haben ihn gewählt. Der Schatten. Echt. Schattenritter. Schattenkrieger, ne? Das ist natürlich auch wieder. Ja. Es tötet nicht so gut, Schattenkrieger. Schattenwächter wäre natürlich viel geiler, aber es ist natürlich auch defensiver. Oder Schattenritter ist auch nicht, natürlich defensiv eher. Aber Ritter sind halt goofig. Ich bin völlig so richtig goofig momentan. Also eigentlich schon Ewigkeiten, seit 2014 bin ich wieder im Gothic-Fieber. Konnte es aber nie zum Aufnehmen bringen und so weiter. Es lief einfach nie gut. Und ich könnte es nochmals probieren, aber ich bin natürlich auch nicht so gut. Also ich möchte nicht irgendwie spielen und dann alles völlig fehlen. Vor allem steuerungstechnisch. Damit ausweichen und so habe ich es halt nicht so. Eventuell dann, wenn wirklich auch die Leute da bei mir aktiv sind. Also, werdet aktiv und ihr bekommt Gothic und alles Mögliche, Secret Dance vielleicht auch sogar noch. Und ja, ich tue es jedem so gut wie möglich. Also, Feedback geben, auch Kritik geben, dann läuft das schon gut. Aber momentan ist es halt eher, weil ich wieder beginne, noch ein bisschen am Runtergehen mit den Abonnenten und Likes oder so. Es geht schon noch, also Likes sind eigentlich schon gut, aber noch nicht so, dass es einfach zeigt, ja, die Leute sind wirklich die, wo nicht Fans sind, wo sagen, ja, okay, das Video ist auch gut. Weil Fans, die geben eigentlich immer Likes, oder? Also, es gibt immer auch diese Werbeträger, die Dislikes geben, oder vielleicht auch Leute, die einfach nicht zufrieden sind mit der Situation, dass zum Beispiel ein Spiel nochmals let's played wird oder so. Dabei muss man eigentlich ja das Positive sehen. Das ist Werbung für das Spiel und alles Mögliche, ohne dass es nervt. Weil wenn ihr auf eine Website geht, wo News sind oder so, auch Gaming News und so, ihr werdet erschlagen vor Werbung.
Wenn ihr das auf YouTube oder Twitch oder so seht, dann ist das viel bessere Werbung. Das ist die tolle Werbung. Die gibt es wirklich. Gut, dann ist der Part fertig. 25 Minuten ist so mein Ziel. Und ja, er singt noch ein bisschen Blind Guardian Lieder. Sacred World heißt das Lied, glaube ich. Ja. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Gut. Tschüss. Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss.